Auch der Nebel, der ums Weserstadion zog, konnte es nicht verdecken. Philipp Bargfrede trainiert wieder mit den Profis bei Werder Bremen. Was steckt denn da dahinter, bitteschön? Tja, der 31-Jährige, der im Sommer keinen neuen Vertrag bekommen hatte und sich daraufhin dann der U23 anschloss, der ist jetzt auf einmal wieder zurück auf dem Trainingsplatz, trainiert am Mittwochvormittag mit den Reservisten und einigen anderen Spielern aus der U23. Und das hat folgenden Hintergrund. Die U23 hat, weil sie ja sich im Lockdown befindet, am vergangenen Wochenende quasi das Trainingsprogramm über die Feiertage eingestellt, geht quasi in eine kleine Winterpause, startet erst am 10. Januar wieder. Aber eine spezielle Gruppe an Spielern, die hält sich Florian Kohfeldt im Grunde warm für die Profis, falls im Bundesliga-Team irgendwas passieren sollte, personelle Engpässe auftreten und dann noch Spieler gebraucht würden, was bisher nicht der Fall ist. Wir haben alle ganz gut weggesteckt, die Belastung. Auch das Spiel gegen Dortmund am Dienstagabend hat keine neuen Verletzten gebracht. Da wird also nicht unbedingt jemand gebraucht, aber um sie auch alle so ein bisschen bei Laune und fit zu halten, haben am Mittwochvormittag die Reservisten und die U23-Spieler oder diese spezielle Gruppe um Philipp Bargfrede zusammen trainiert. Und das wird auch nochmal gegen Mainz so sein. Das sind alles so Maßnahmen, die ergriffen werden, um auf alle Möglichkeiten vorbereitet zu sein. Zu der Gruppe gehören dann auch zum Beispiel Erin Dingci oder Nakishi Kebabachi. Die sind alle dabei und Philipp Bargfrede trainiert mit den Jungs, mit den Jungen, soll aber laut Kohfeldt gar nicht zu denen gehören, die dann auch für die Bundesliga in Frage kommen. Den Hintergrund Bundesliga hätte die Trainingsteilnahme von Philipp Bargfrede nicht. Er soll einfach im Trainingsrhythmus bleiben bzw. kommen, nachdem er jetzt ja im Grunde seit seiner Ankunft bei der U23 noch kein Spiel bestreiten konnte und immer nur so ein bisschen trainieren musste. Also, da gibt es die Hintertür zur Bundesliga angeblich nicht, aber naja, auf jeden Fall ist er schon mal wieder dabei. Das Gesicht zeigt sich auf dem Trainingsplatz und ja, für Philipp Bargfrede war das natürlich auch ein kleines Hallo heute, mit den alten Kollegen sich begrüßen zu können. Da gab es Abklatschen, Umarmungen und so weiter. Also ein bisschen so wie früher, aber halt eben doch nicht ganz. Und wie sich die Jungs geschlagen haben im Training mit den Reservisten, ja, das könnt ihr mal selber kurz gucken. Ein paar Impressionen vom Trainingsplatz.